Zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Marei on Tour, dem letzten hier von der Algarve. Denn das hier hinter uns ist die Festung Castro Marim. Festung am Meer heißt das übersetzt. Und dahinter liegt der Rio Guadiana, der Grenzfluss zwischen Spanien und Portugal. Wir wollen heute hier dieses Castello besuchen. Hat eine sehr große Historie. Hier gab es also bereits in der Steinzeit befestigte Plätze und Siedlungsgebiete und so weiter. Dann die Phönizier waren da und die Griechen und die Leute aus Karthago genauso. Ja, und später natürlich auch die Römer. Und das Ganze ist dann mehr oder weniger zerfallen mit dem Untergang des Römischen Reiches und wurde dann von den Mauren genutzt, aus Nordafrika kommend. Und das Ganze ging so bis ins 13. Jahrhundert und wurde dann schließlich von den christlichen Eroberern unter Alfons, dem weiß ich nicht mehr, aber jedenfalls Alfons, wieder zurückerobert und wurde wieder christlich. Und so wurde es einer der ganz wesentlichen Festigungspunkte zwischen dem spanischen Herrscherhaus und dem portugiesischen Herrscherhaus. Ja, als Machtstellung. Als Machtstellung. Eine ganz wesentliche Zäsur hat es hier nochmal erfahren, als 1755 das große Erdbeben hier die Küste entlang zerstört hat. Das heißt also, dass hier alles zusammengerüttet war, die Festung war kaputt und das wurde danach alles erst wieder aufgebaut. Und das, was davon noch übrig blieb und was in der Zwischenzeit dann auch jetzt restauriert wurde, schauen wir heute an. Denn hier drüben finden sich aus der neueren Zeit, also nach diesem Erdbeben, noch weitere Festungsanlagen. Und eine weitere ganz wichtige Punkt, das ist die wirtschaftliche Seite, ist die Salinas, die Salzgewinnung hier. Also bleibt dran, ja, und kommt mit. Eins ist noch wichtig, ne? Dass die Templer hier Unterschlupf fanden, als sie sonst aus Europa vertrieben wurden. Oh, sehr im 14. Richtig. Jahrhundert. Ganz, ganz wichtig ist das. Und die waren dann hier in dieser maurischen, ehemals maurischen Burg, konnten die hier Unterschlupf finden. In Portugal wurden die geduldet. Das war das einzigste Land in Europa. Genau. Ansonsten hat man sie nämlich dann irgendwann, weil sie wurden zu mächtig, ja, zu reich, der Kirche zu gefährlich. Ja, eine sagenumwobene, ja, Gemeinschaft. Wurde sie also aufgelöst, verboten und verfolgt. Wie das so häufig halt mit politischen Strömungen und so weiter ist. Erst nutzt man sie und dann, ja, okay. Jedenfalls, eines hatten wir noch heraus, besser du hast es herausgefunden. Heinrich der Seefahrer. Genau. Heinrich der Seefahrer war Templer, Großmeister des Ordens und hatte dementsprechend auch Einfluss, ne, und auch Geld zur Verfügung, die entsprechenden Flotten Portugals auszurüsten. Um die ganze Seefahrt aufzubauen. Ja. Genau, und dadurch wurde dann letzten Endes Portugal zu einer der führenden Seemächte der damaligen Zeit. Und reich durch das Gold aus Übersee, also von Ingas und Mayas, ja, und so. Ja. Okay, wir schauen uns jetzt mal die Festung an, besser was von ihr übrig ist. Und wir nehmen euch einfach mal mit. So machen wir das. Auf geht's. Ja. Thank you.
In dieser ehemaligen Kirche wird die Geschichte des Templerordens hier in Portugal, insbesondere an der Algarve, erklärt und auch im Zusammenhang natürlich mit dieser Burganlage. Insbesondere auch erklärt wird die Geschichte der Seefahrt, die damit im Zusammenhang steht. So wurde damals auch mit Menschen umgegangen. Der arme Kerl hat keine Chance mehr, hier rauszukommen. Die hier dargestellten mittelalterlichen Foltermethoden dienen Ausstellungszwecken. Inwiefern wir uns jetzt hier wirklich an dem realen Gefängnis der damaligen Zeit befinden, ist unklar, konnten wir nirgendwo finden. Die hier ausgestellten Dinge dienen wahrscheinlich eher diesen Mittelalterfesten. Und hier kommen wir zu dem Teil der Burganlage, der aus maurischer Zeit stammt. In diesen Räumlichkeiten finden wir die Ergebnisse von Ausgrabungsarbeiten, insbesondere von Keramik. Die hat man von den Scherben her wieder zusammengefügt, sodass man Rückschlüsse ziehen kann auf die Lebensweise der Bewohner damals. Sieht gar nicht mal schlecht aus, ne? Könnte man heute noch so nehmen. Wir wechseln nun zu dem der Burganlage vorgelagerten Forte de São Sebastião und schauen uns dieses an. Die Bauarbeiten zu diesem Fort begannen Mitte des 17. Jahrhunderts und dienten der Verstärkung der militärischen Befestigungsanlagen hier gegenüber Spanien. Thank you.
Auf unserem Weg zu den Salinas kommen wir am Jardim de Andalus vorbei, einem ganz reizvoll angelegten Ensemble. Wir kommen uns vor wie ja, zu Kleopatras Zeiten. Und dies hier ist eine Schauanlage für die Salzgewinnung. Man merkt, es ist Wochenende, ein Verkehr, der nicht abreißen will. Aber hier geht es halt zu diesen Salinas rein. Ja, aber als Spa und Wellness, ne? Aber es ist geschlossen. Aha. Und sowas hatten sie ja auch in Aveiro. Ja. Angepriesen, was ja. Wir nicht so richtig. Schien auch nicht gerade aktiv zu sein. Genau. Und allenthalben begegnen uns diese Figuren, diese Stahlfiguren. Hier ein Wanderer. Nordic Walking, würde ich mal so sagen. Was wir übrigens sehr, sehr viel hier in Portugal sehen, das sind so kleine Elektroflitzer, sei es als Roller oder sei es so als kleine, ja, wie Mopeds oder so. Interessante Geschichte. Solche Sachen sehen wir in der Anzahl, der Menge und Vielfalt in Deutschland überhaupt nicht. Das ist interessant. Übrigens hat nach unserem Empfinden auch der Bestand an Tesla-Fahrzeugen, also Elektrofahrzeugen hier, enorm zugenommen. Wir entfliehen dem Lärm der Straße und folgen nun erst einmal diesem Wanderweg. Auch in der Hoffnung, nun mal wieder den Flamingos zu begegnen. Wunderschön zu sehen, diese Blütenpracht hier Mitte im Februar, das ist schon toll. Und da finden wir sie, die Flamingos. Auch die haben sich ein Stück vom Straßenlärm zurückgezogen. Im Hintergrund übrigens sind Rinder auf der Weide. Sind wir an einem zweiten Stellplatz von Castro Marin, auch unbefestigt, unterhalb des Forts gelegen, bietet aber ausreichend Platz auf. Müllentsorgung hat es, aber ansonsten keine weitere Ver- und Entsorgung, das wird man wahrscheinlich dann auf dem vorderen Platz machen müssen. Aber immerhin ein Ort mit zwei kostenlosen Stellplätzen. Wir sind begeistert.
Für uns Wohnmobilisten nicht unwichtig, ein Waschsalon. Und der hat Marlies ganz besonders gefallen. Und nicht weit von den Stellplätzen, ja? Hier laufen wir auf die Igrea Matris Gastromarim zu. Auf diesem Stellplatz haben wir auch unser Wohnmobil abgestellt. Es bietet so Platz circa für 15 Mobile. Der Untergrund ist, wie bei dem anderen auch, unbefestigt. Allerdings verfügt er über eine Ver- und Entsorgungseinrichtung, die allerdings auch ein bisschen mehr Pflege bedürfte. Wollen aber nicht allzu sehr meckern, das Ganze ist kostenlos. Ja, das war unser Video vom Gastromarim hier an der spanisch-portugiesischen Grenze. Das Castello ist so sehr viel, wir haben uns ein bisschen mehr versprochen, sagen wir ganz ehrlich. Aber ja gut, das will man da auch immer alles zeigen. Es sind halt die Mauerreste, die noch existieren aus jener Zeit. Man hat dort offensichtlich auch sehr viel ja, Festivals und ähnliches, Ritterturniere soll es hier geben. Und alles so. Dafür eingerichtet. Alles dafür ist eigentlich so vorbereitet, Feste. Genau. Es gut. Sieht pompös aus, wenn man ranfährt. Es ist schon sehr attraktiv, aber es ist eben mehr oder weniger die Mauern drumherum. Genau, mit einem sehr schönen Rundumblick, wie ihr ja gesehen habt. Ja, also empfehlenswert ist das schon, also ja. Das sollte man schon gesehen haben. Auch hier unten die Salinas, die wir ja vorhin besucht haben, mit den Flamingos. Also wir finden es toll. Und dass es hier immerhin zwei Stellplätze gibt. Ja, Wahnsinn. Wo findet man das nochmal an der Allgabe? Nicht? Und noch dazu kostenlos. Also im Nachbarort gleich wieder einer. Also das ist schon am Guadiana hier klasse. Zu empfehlen ist auch am Intermarché zu tanken. Es ist am Preis wesentlich preiswerter als die anderen Tankstellen. Okay, also, wenn euch das Video so gefallen hat wie uns, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und wir sagen an der Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eines Mal noch, bevor wir nun endgültig tschüss sagen, muss ich noch hinzufügen. Das nächste Video wird ein bisschen auf sich warten lassen. Dort hinten ist die Brücke über den Guadiana. Die werden wir als nächstes
benutzen und rübersetzen nach Spanien, denn wir müssen zurück. Wir müssen wieder die Heimreise antreten. Und dieses Video werden wir wieder nennen Stationen unserer Rückreise. Die müssen wir aber erstmal machen. Die Aufnahmen müssen gemacht und geschnitten werden. Das braucht also ein bisschen. Ich denke so Ende März frühestens. Ja, April. Ich denke eher Anfang April dann. Ja. Also, tschüss. Vergesst uns nicht. Genau. Tschüss.